Ja, also erstmal ein bisschen darüber, warum ich überhaupt bei Bitnation mitgemacht habe oder was mich motiviert hat, dass Bitnation etwas ist, was wirklich wert ist zu helfen und warum man Zeit und Energie dafür verwenden würde, das Projekt voranzubringen. Also ich komme von einem anarchistischen Hintergrund und habe also schon länger überlegt, wie man neue, sag ich mal, Systemstrukturen oder also Ideen von wie eine Gesellschaft funktionieren kann, wie man die implementieren kann. Weil in unserem existierenden, sag ich mal, Gesellschaftssystem kann man nicht sehr viel an der Ordnung selbst verändern, weil ja, wir sind halt geboren in einem Gesellschaftsvertrag und man muss es akzeptieren, so wie es ist. Und wenn du etwas Neues ausprobieren willst, dann also ist der die ganze Landfläche der Erde ist im Prinzip von Nationalstaaten gruppiert. Das heißt, um tatsächlich etwas Neues ausprobieren zu können, bilden Leute zum Beispiel von Seasteading oder also andere zum Beispiel Ölbohrplattformen als quasi Land als Lebensfläche, um dort neue Gesetzessysteme ausprobieren zu können. Oder zum Beispiel Liberland oder andere, also jeder kämpft für also nur ein Stück Fläche, das noch nicht von einem Nationalstaat besetzt ist, nur um seine Idee von wie die Gesellschaft funktionieren könnte, auszuprobieren. Es könnte doch eigentlich alles viel leichter sein, wenn man einfach Software schreiben könnte, mit der man schon so aus dem System also rauskommen kann, also den Opt-out machen kann, um quasi neue Systeme in der virtuellen Welt auszuprobieren, ohne sich physisch bewegen zu müssen. Und das ist der Hauptgrund, sage ich mal, warum ich mit Nation studiert habe, weil es möglich macht, virtuelle Nationen zu gründen, den Ort, wo du jetzt lebst, verlassen zu müssen. Weil sonst müsstest du alles hinter dir lassen, also deine Sprache, deine Familie, deine Kultur und ja, quasi eine Gesellschaft von neu aufbauen, nur um also einen Aspekt deines Lebens ändern zu können. Das ist eigentlich ein viel zu hoher Aufwand, um das am Ende zu verfolgen. Und man gibt sich am Ende dann, man fügt sich der Gesellschaft, wie sie halt existiert. Aber die Idee ist, quasi einfach Code zu schreiben, mit dem man neue Gesetzessysteme ausprobieren kann in der virtuellen Welt. Und das ist kein kompletter Opt-out, es ist ein partieller Opt-out, aber dazu komme ich noch. Jedenfalls hat Code Wilson also gesagt, dass also anstelle jahrelang zu versuchen, innerhalb des Systems das System zu verändern, indem man also eine politische Karriere verfolgt und dabei also immer weiter steigt und dabei immer mehr seine Prinzipien aufgibt, um halt Kompromisse zu machen, um, sag ich mal, im politischen Wettkampf weiter nach vorne zu kommen. Nach vielen Jahren wird man merken, dass man immer noch nicht viel verändern konnte, weil man halt von dem System heraus kompromittiert wurde. Und anstelle halt innerhalb des Systems zu kämpfen, kann man ein neues Modell bauen, das das Bestehende überflüssig macht, beziehungsweise einfach die Leute überzeugt, zu dem neuen Modell überzugehen, anstelle immer zu kämpfen, einfach die Energie in etwas Produktives zu fokussieren. Und ja, die Frage, die wir also stellen, ist, ob wir eure Staatsdienstleistungsanbieter genauso einfach aussuchen würdet wie euren Mobilfunkanbieter oder ein Handyanbieter. Also warum sollte es nicht wie in allen anderen Märkten möglich sein, seine Governance Services auszusuchen und ja, den besten aussuchen zu können? Warum ist man genau in diesem Markt gezwungen, das zu akzeptieren, wie es ist, das also geografische Monopol, in dem man aufgewachsen ist? Und in allen anderen Dingen lernen wir, dass Monopole schlecht sind und dass der Wettbewerb den Kunden nicht so gut kommt. Aber genau in diesem Fall müssen wir es akzeptieren. Und einer unserer Botschafter, Tetsuishi, ist auch digitaler Nomade. Und digitale Nomaden wissen auch, dass die Infrastruktur für Staatsdienstleistungen also extrem lokalisiert ist und noch nicht ausgebaut ist für Menschen, die einen internationalen Lebensstil haben, die also von Ort zu Ort reisen und nie irgendwo bleiben. Sie können nicht auf die lokalen Dienstleistungen, also Staatsdienstleistungen zugreifen, weil sie ja, vielleicht außerhalb des Paradigmas leben. Und also die Art und Weise, wie diese Services angeboten werden, ist doch sehr antiquiert. Eigentlich immer noch basierend auf den Konzepten von den Zeiten von dem Westfälischen Frieden. Und es ist Zeit, dass jetzt mit der Entwicklung der Blockchain und des Internets auch diese Services angepasst werden. Und
Also er hat im Prinzip gesagt, die Blockchain ist nicht nur für Geld, sie ist auch für brandneue Governance-Strukturen, die das Nationalstaatskonzept aus der Napoleon-Zeit ersetzen können. Und digitale Nomaden, wie ich wissen, dass die nationalen Grenzen imaginär sind und unsere Aktivitäten global, aber die Governance-Systeme sind immer noch nur für lokale Menschen gemacht. Und als Beispiel nennt er hier, dass die Heiratsurkunden, wenn man heiratet, das ist immer noch sehr von dem Staat abhängig, wo man lebt. Dabei ist es eigentlich eine sehr private Angelegenheit. Und es sollte eigentlich jedem möglich sein, das als Peer-to-Peer-Contract auf einer Blockchain zu machen, anstelle es von dem Ort abhängig zu machen, wo man halt gerade lebt oder geboren wurde. Und im Prinzip leben wir in einer Situation, wo wir uns damit abfinden, dass auf der ganzen Welt geografische Monopole von Staatsdienstleistungsanbietern gibt. Und diese geografischen Monopole führen häufig zu Kriegen, weil jeder versucht, mehr Macht zu bekommen. Und führen auch zu Ungerechtigkeit, Korruption und Steuern, weil ist halt das Modell aufgebaut und man ist halt gezwungen, sag ich mal, diese geografischen Monopole zu akzeptieren. Und da es in diesen geografischen Monopolen keine Konkurrenz gibt, haben diese Anbieter auch keine Anreiz, ihre Dienstleistungen zu verbessern. Also normalerweise führt ja Konkurrenz dazu, dass die, bessere Dienstleistungen für die Kunden angeboten werden, in diesem Fall für die Bürger. Aber hier, da es keinen Wettbewerb gibt, kann die Leistung mal schlechter werden und die Leute müssen trotzdem diese Dienste zwangskonsumieren. Und ein weiterer unserer Botschafter, Pedro Rivera aus Kolumbien, hat gesagt, ich möchte gerne Werkzeuge für Menschen kreieren, die sie benutzen können, um sich selbst als Gesellschaft zu organisieren. Das konventionelle Gesetzessystem ist sehr schwach für die Gesellschaft, in der wir heutzutage leben. Menschen mit genug Geld oder Intelligenz können es manipulieren und gegen die Gesellschaft einsetzen, wie wir es schon öfters gesehen haben. Also gerade in Kolumbien weiß ja, dass der politische Wahlkampf mehr ein Popularitätswettkampf ist, als wirklich Inhalte, politische Inhalte, um einen Wandel in dem Land herbeizubringen. Also es geht nur darum, die Köpfe an der Spitze auszutauschen, aber die eigentliche Art und Weise, wie der Staat funktioniert, verändert sich dabei nie wirklich. Also der Körper, sag ich mal, des Staates. Und zum Beispiel solche Dinge wie ein oberstes Verfassungsgericht, Richter und alle Dinge, die halt mit dem Gesetz zu tun haben, die bleiben mehr oder weniger gleich. Und man kann es nicht von außen beeinflussen eigentlich. Und die Idee ist hier einfach, Dienstleistungen oder Werkzeuge zu kreieren, damit sich die Menschen selbst managen können, also Self-Governance. Und darüber hinaus haben wir in der Welt ein Visasystem, das es den meisten Menschen auf der Welt schwer macht, überhaupt in bessere Länder emigrieren zu können, also um dort zu leben und zu arbeiten. Und es sind einfach dadurch, dass sie in den falschen Ort geboren wurden, dazu verdammt, mit einem schlechten Reisepass zu leben. Und darüber hinaus auch mehr oder weniger dieselben Leute sind auch, dort haben viele Leute kein Bankkonto oder keinen Zugriff auf Bankkonten. Und wenn man diese 2 Milliarden Menschen als eine Wirtschaft sieht, dann wäre es die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Und diese Menschen leben als größtenteils in grauen oder Schwarzwerken. Und so haben wir auch keine Möglichkeit, legal Dienstleistungen anzubieten. Und ein weiterer unserer Botschafter, Christoph Feuermann, hat gesagt, die Reisepässe sind auf keinen Fall notwendig. Leider verdammt die globale Apartheid Millionen von Menschen in ihren verarmten Heimatländern zu bleiben. Und meine Hoffnung beruht der Bitnation-Plattform, die es wirklich machen wird, jedem auf der Welt eine einzigartige ID auf der Blockchain zur Verfügung zu stellen, die als offizielle Reisedokument von Regierungen anerkannt werden können. Also das klingt natürlich sehr weit ausgefahren, aber die Idee ist wirklich, einen neuen Standard aufzustellen, der die nationalen Grenzen überschreitet und
ja, es möglich macht, also Menschen auf der ganzen Welt sich zu identifizieren als Individuum, und das ist unabhängig von wo sie geboren sind, dass sie also alle einen Nation Pass bekommen könnten. Und natürlich die Legalität oder die Anerkennung davon hängt auch von unseren Bemühungen ab, also mit den einzelnen Nationalstaaten zu verhandeln und ja, die Rechte von unseren Nation Bürgern zu erlangen. Aber es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, das also eher in die lange Frist geht und das also nicht von heute auf morgen erreicht wird. Aber wir denken, es wird der Blockchain-Technologie der erste Baustein dafür da ist. Und also, so könnte ein Bitnation-Reisepass aussehen. Also man sieht dort, es ist auch für ein Wallet, es hat auch einen Public Key und es hat auch ein Ablaufdatum, damit es also auch erneuert wird. Sage ich mal, unter bestimmten Kriterien nur ausgegeben werden kann. Hat auch ein Foto, Namen, Geburtsdatum, Unterschrift. Und auf der Rückseite ist auch ein QR-Code, damit es also Grenzbeamte auch leicht scannen können und den Hash dann auf der Blockchain finden können. Und ja, es ist halt getimestampt. Ich denke, ihr habt heute schon gehört, wie Timestampen und Hashing funktioniert. Also auf irgendeiner Blockchain, sei es Bitcoin, Ethereum oder sonst was, wird eine Transaktion gemacht und auf dieser Transaktion wird ein Hash, sag ich mal, archiviert, mit dem man ein Dokument oder irgendeine Datei quasi nachverfolgen kann, dass sie wirklich die Originaldatei ist und nicht gefälscht ist, weil wenn man den Prozess wiederholt, irgendetwas verändert wird oder ein anderer Hash dabei herauskommt. Weil das ist eine Möglichkeit, die Originalität eines Dokuments zu überprüfen, also jetzt schon. Und ja, solche Blockchain-Notarisierungen könnten benutzt werden auch für Heiratsurkunden, Testamente, Geburtsurkunden, Kinderfürsorgeverträge, Landtitel oder auch Geschäftsverträge. Und diese Notarisierungen sind also sehr effizient. Sie haben keinen großen bürokratischen Oberbau. Sie können jederzeit zugriffen werden auf den öffentlichen Blockchains und man kann die Originalität dieser Urkunden jederzeit überprüfen. Und ein weiterer unserer Botschafter aus Ghana, Afrikanus Kofi Akosa, hat gesagt, also die meisten Eigentümer oder die meisten Titel in meinem Land, oder es gibt größtenteils keine Titel für Land in meinem Land, weil die Prozesse sehr so langwierig und also mit viel Korruption behaftet sind. Und eine dezentralisierte Landesadministration, die für jeden zugänglich ist, das ist genau, was benötigt wird. Und die Blockchain kann das sehr billig eigentlich bieten. Also es hat viel, viel weniger Aufwand, als wenn man Menschen überall einsetzen würde, weil das automatisiert werden kann. Und ja, eher früher als später wird der Staat überflüssig werden. Das klingt sehr extrem, aber ich denke, gerade in Ländern wie Ghana ist es also sehr einleuchtend, dass man durch die Blockchain solche Governance-Services anbieten kann, die vorher noch gar nicht existiert haben oder die halt nur sehr schlecht überhaupt verwaltet wurden. Und hier kann man Services anbieten, die noch gar nicht den Leuten zugänglich waren. Und um ein bisschen den Markt zu sehen, also es gibt schon 60% aller Smartphone-Nutzer in Entwicklungsländern und diese benutzen größtenteils also Chat-Applikationen wie WeChat, Facebook, WhatsApp, KakaoTalk, also whatsoever. Also es gibt viele Chat-Applikationen, die jetzt schon überall benutzt werden und gleichzeitig ist der Markt für legale Angelegenheiten ist ein sehr kostenbehafteter, weil jedes Jahr werden 600 Milliarden Dollar ausgegeben für alle möglichen Gerichtsprozesse. Und es gibt dort einen hohen Anreiz, um Kosten zu sparen. Und das, was wir mit Bitnation im Endeffekt anbieten, ist die Pangea-Software, die es möglich machen wird, Peer-to-Peer-Verträge durch Chat-Applikationen anzubieten. Es soll so laufen, dass es quasi dasselbe Interface wie bei WhatsApp zum Beispiel und dass du mit einem Chatbot kommunizierst in menschlicher Sprache und dass er dann für dich ein Smart Contract Template auflegt, zusammen mit der anderen Person, mit der du diesen Vertrag hast. Und ja, dass man das sogar mit Emojis dann im Endeffekt machen kann, damit es wirklich für jeden intuitiv verständlich wird, weil das ist auch gerade ein großes Problem bei den meisten Blockchain-Projekten. Es ist
eher für Menschen ist mit einem hohen technischen Verständnis, aber es ist noch nicht der breiten Masse zugänglich ist. Und darüber hinaus wird es einen Markt für Mediatoren geben, die also hier diese Streitigkeiten, die aus einer möglichen Vereinbarung kommen, lösen sollen. Und im Gegensatz zu Richtern im heutigen Rechtssystem werden die einen Anreiz haben, ihre Kunden zufriedenzustellen, weil sie nämlich konkurrieren miteinander. Sie haben ein Reputationssystem und sind auf einem globalen Markt. Sie haben keine, sag ich mal, Monopolsituation wie im heutigen System, wo man also, ja, egal was der Richter, also wie er seine Arbeit macht, er wird seine Arbeit bis zu seinem Ruhestand machen können und ist komplett abgekoppelt, sag ich mal, von dem Markt und vom Wettbewerb. Und hier aber werden diese Mediatoren natürlich in den Rechtssystemen und allen Gesetzestexten also sich spezialisieren und dort genau ihre Kunden zufriedenstellen. Und darüber hinaus wird es wirklich sein, mit Pangea virtuelle Nationen zu kreieren. Und um ein bisschen zu zeigen, wie es abläuft, wenn man also einen Vertrag oder eine Vereinbarung auf Pangea kreiert, also zuerst sucht man seinen Partner, also mit dem man diesen Vertrag aufsetzt. Also jeder Citizen, jeder Bürger hat auch eine eigene Reputation in diesem System. Und durch den Chat heraus wird der Smart Contract Template erzeugt und man sucht seinen Gesetzestext aus oder man erzeugt sogar einen eigenen neuen Gesetzestext. Das heißt, es läuft komplett unabhängig von wo man gerade lebt oder wo man geboren wurde und kann dafür speziell für seine Industrie eigene, Gesetze oder AGBs kreieren. Und man sucht seinen Mediator basierend darauf aus, der eine Expertise darin hat. Und man kann auch Zeugen aussuchen, die das Ganze überwachen. Und letztendlich wird es noch per Hand signiert, unterschrieben, dass wir nämlich dann auf einer Smart Contract auf einer Blockchain getimestampt. Und die wichtigsten Teile dabei ist aber Escrow und Lösung von Streitfällen. Also damit nämlich, wenn du jemand zum Beispiel auf dem anderen Ende der Welt Geld überweist, sicher sein kannst, dass er nicht mit dem Geld einfach wegrennt, muss es in einem Multisig-Wallet fest drin sein. Weil das hat man nämlich schon heute, dass wenn du mit anonymen Leuten im Internet einen Deal machst und du schickst ihnen vor dem eigentlichen Service Geld, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Deal noch passieren wird, weil es gibt keine Anreize für den anderen, noch wirklich das einzuhalten, was ihm versprochen wurde, weil es gibt kein Multistick. Aber hier mit Blockchain kann man das einführen und gerade für internationale Vereinbarungen ist das sehr nützlich. Und wenn es einen Streit gibt, aus irgendwelchen Gründen, sagen wir, ich bestelle eine Mikrowelle aus China oder sonst was, und diese kommt nicht, dann kann ich mich an den Mediator wenden und er wird von Anfang an sowieso sehen in dem Chat und alles, was da so dokumentiert ist, muss er nachverfolgen. Der wird dann entscheiden, ob es tatsächlich geliefert wurde und basierend darauf wird das Geld entweder zurückgeschickt oder es wurde tatsächlich geliefert und der Sender bekommt dann am Ende das Geld. Also und wenn dieser Mediator eine schlechte Arbeit macht, dann wird er eine schlechte Reputation am Ende vom ganzen Prozess bekommen. Also er muss wirklich sich darum bemühen, dass beide Parteien einigermaßen gespiegelt werden. Und um ein bisschen auf die Infrastruktur hinter Pangea jetzt einzugehen. Also wir bauen unser eigenes ID- und Reputationssystem und bauen dafür auch einen AI-Bot, den Lucy-Bot. Erstmal am Anfang benutzen wir Ethereum für Smart Contracts, Escrow, Tokens und Timestamps, aber wir bauen das Ganze auf einem Mesh-Network. Das heißt, wir wollen das möglichst unabhängig von Blockchains machen und haben einen Multi-Blockchain-Approach. Das heißt, die Smart Contracts, die in der Chat-Applikation erzeugt werden, sollen am Ende auf verschiedene Blockchains aufgesetzt werden können. Also du kannst dann selber aussuchen, in welcher Blockchain am Ende die Timestamps gemacht werden, was für Tokens zu benutzen ist. Es ist nur für den Anfang mit Ethereum, aber wir wollen möglichst unabhängig bleiben, weil wir wissen, dass der Markt noch total überfüllt ist und sich noch später erst herauskristallisieren wird, also welche Smart Contract Plattforms dann machen wird. Und für Storage benutzen wir IPFS
Und der Lucidbot wird dann die Dokumente dort raussammeln. Und ja, um ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben, auf welche Blockchains man sich da passen könnte, wäre zum Beispiel Rootstock, weil die ja schon für Solidity, Smart Contracts, also gerade angepasst sind. Lisp wäre auch sehr interessant, weil es den Bereich für JavaScript und diese normalere Programmiersprachen aufmacht. EOS, Turnitin Hashgraph oder Post-Blockchain Bitlattice. Also es gibt alle möglichen neuen Protokolle, die sich jetzt weiterentwickeln werden. Es wird sich zeigen, welche wirklich sich so weiterentwickelt, Sinn macht, die auch zu integrieren. In jedem Fall arbeiten wir erstmal mit Solidity Smart Contracts. Und das Reputationssystem sieht erstmal ein bisschen kompliziert aus, aber also erstmal gibt es den PAT-Token, der jetzt auch bei unserem ICO verkauft wurde. Und der kann gehandelt werden, aber diese drei Reputationstokens darunter, Proof of Agreement, Proof of Collective und Proof of Economic, die sind nicht handelbar. Die sind also fest auf einer, wenn die erstmal gegeben wurden, auf einer Public Address drauf fixiert und können nicht mehr gehandelt werden. Und sie können nur positiv sein. Es gibt eine positive Reputation hier und sie wird von dem AI-Bot verteilt. Nicht durch Menschen, also nicht wie bei Airbnb, dass du dann einfach alles im Stern machst und es entspricht nicht der Wahrheit. Es kann dann also leicht durch Menschen korrumpiert werden, das System. Der Lucidbot soll bei den individuellen Verträgen ermitteln, wie viel Aufwand eigentlich dabei gemacht wurde. Und ja, die Reputation ist dann nicht unabhängig, sage ich mal, wie viel. Also wenn es ein einfacher Vertrag war, dann soll weniger Reputation gegeben werden als bei einem schwierigeren, weil sonst kann es leicht durch eine Simple Attack überrundet werden. Und Proof of Collective und Proof of Economics sind auch nochmal Reputationstokens, aber speziell für Nationen und für Gesetzestexte. Also es gibt quasi einen Markt von Gerichtsbarkeiten und einen Markt von Gesetzen. Und ja, die basierend auf wie gut die Reputation ist, können die Leute, die diese Nationen kreieren oder Gesetze kreieren, können dann auch PAT-Tokens damit bekommen, die sie dann aber also finanziell eintauschen können. Also es gibt noch einen finanziellen Bonus obendrauf, wenn du eine gute Reputation erwirbst. Ist das leider zum Ende gekommen? Ja. Hast du noch ein, zwei oder ein, zwei? Ja, dann springe ich zum Ende. Ja, also hier noch ein bisschen zu unserer Roadmap, was wir jetzt also noch in diesem Jahr machen werden. Wir sind noch ganz am Anfang im Februar. Und dann jetzt gehen wir schon über in die Agreements, also in der nächsten Software-Release jetzt im Juni werden viele finanzielle Aktionen möglich. Und ja, also ihr könnt euch das dann nochmal später auf der Website anschauen, in unser Entwicklerteam. Und ja. Welcome to the Internet of Sovereignty and Reputation. Also hier gibt es auf Google Play Store oder auf den Apple App Store. Und ja, wenn ihr mehr Informationen finden wollt oder uns auf Telegram anfragen wollt, also da sind die Links. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit.